Ja, liebe Genossinnen und Genossen, meine Damen und Herren, liebe Gäste. Ich muss sagen, dass ich auf dem Weg heute Abend nach Solothurn mir gedacht habe, diese Solothurner sind ein bisschen Masochisten. Seid ein bisschen Masochisten, gleich zwei Freiburger heute einzuladen, die euch versuchen werden, reden zu halten mit ihrem gebrochenen Deutsch, mit ihren halbfertigen Sätzen und ihrem komischen Akzent. Aber ich bin trotzdem froh, hier zu sein. Froh zuerst, weil Solothurn der Eidgenossenschaften den gleichen Jahr wie Fribourg beigetreten ist, 1481. Das können jede kleine Freiburger erzählen, dass Solothurn und Fribourg eng miteinander verbunden sind. Stolz auch hier zu sein, weil ich lesen konnte, als ich auf dem Weg war, dass der Gründer der Solothurner SP in seiner Jugend sehr viele Ähnlichkeiten mit mir hatte. Er war freisinnig, er war Jurist, er war Staatsanwalt und am Schluss ist er als Marxist gelandet und dann die Partei geführt. Ich fühlte mich plötzlich sehr nah an dieser jungen, freisinnigen Solothurner. Stolz auch, weil ein großen Solothurner, ein politischen Vorbild für mich seit über 15 Jahren gewesen ist. Das ist Aschi Löhnberg. Ich habe versucht, es ihm nachzumachen, bin Gewerkschafter geworden, bin dann Gewerkschaftspräsident geworden, Ständerat. Das Einzige, was ich nicht gemacht habe, und ich erinnere mich, das ist, als ich gesagt habe, okay, ich übernehme das SP-Präsidium, weil ich Lust daran habe, hat er gesagt, das würde ich an deiner Stelle nicht tun. Bin nicht immer sicher, dass er Unrecht hat. Nee, diese 125 Jahre Geburtstag ist für uns Gelegenheit, die großen Persönlichkeit unserer Partei zu ehren. Wir sind eine Partei mit Gedächtnis. Wir haben es auf schweizerischen Ebene vor 2 Jahren sehr breit gemacht. Und ich bin froh zu sehen, dass ihr heute so zahlreich aus allen Generationen in diesem Saal präsent seid, um nicht nur an Aschi zu denken, aber auch an Willi Richard oder Otto Stich. Mir fehlen aber die Worte und fehlen die detaillierten Kenntnisse, die ein Michael Brändle oder Peter Launer als früheren Mitarbeiter von Aschi über Solothurn haben, über diese große Persönlichkeiten zu sprechen. Und ich weiß, dass Alain Berset wie immer eine perfekt vorbereitete Rede hat, die er euch perfekt vortragen wird über all diese Geschichte, über unsere Geschichte, unsere Identität in Solothurn. Meine Pflicht und Aufgabe als nationalen Parteipräsident, 6 Wochen vor den Wahlen, und die kantonalen Präsidenten der übrigen Parteien mögen es mir verzeihen. Meine Pflicht ist, ein bisschen auf die Herausforderungen, die uns erwarten, hinzuweisen. Es ist klar zu machen, dass wir wahrscheinlich die wichtigsten Wahlen der letzten Jahrzehnte vor uns haben, dass es klarer als je heute der Fall ist, dass zwei Visionen der Schweiz aufeinander prallen. Dass wir auf der einen Seite eine ultrakonservative Vision, eine rechte Vision der Schweiz haben, auf der anderen Seite das, was wir verkörpern, die Hoffnung, einen gewissen Zuversicht in die Zukunft, die Überzeugung, dass wir es schaffen würden, wenn die Schweiz etwas optimistischer an den Reformen geht, die für uns notwendig sind. Diese zwei Visionen sind klarer, als sie je gewesen sind. Wir haben auf der einen Seite die Rechtskonservativen, die zum Beispiel das Recht auf Asyl abschaffen wollen. Ihr seht, wie ich die Bilder der Leute auf dem Mittelmeer, ihr habt diese dramatische Entwicklung auf der Balkanroute lesen und sehen können am Fernsehen, diese Bilder, die kaum erträglich sind. Ihr müsst wissen, dass während wir für eine offene, eine menschliche Asylpolitik hinstehen, während wir zusammen mit den Kantonen, zusammen mit Simonetta auf Bundesebene dafür kämpfen, dass unsere Empfangsmöglichkeiten ausgebaut werden, dass wir die Leute würdig bei uns empfangen können. Der andere politische Pol über ein Asylmoratorium abstimmen wird.
Es ist kein Witz. In 2 Wochen werden wir im Parlament über ein Moratorium über Asylgesuche abstimmen. Das heißt, gleich wie Ungarn oder wie Polen werden wir entscheiden, ob die Schweiz die Grenze für Asylsuchende zumachen soll oder nicht. Und als erste Partei der Schweiz, gefolgt von einigen Freisinnigen, wird versuchen, diese Grenzen zuzumachen. Das ist nicht nur unwürdig, das ist einfach ein Bild der Schweiz, gegen welcher wir entschlossen antreten müssen. Die Schweiz empfängt. Die Schweiz empfängt 30.000 Asylsuchende. Das ist kaum mehr als in den Vorjahren. Das ist ungefähr die Hälfte von das, was wir empfangen haben während dem Kosovo-Krieg. Wir waren bei 50.000 Asylsuchende. Ich kann mich gut daran erinnern. Ich habe fast 10 Jahre meines Lebens in den Hilfswerken verbracht, genau um diese Asylfrage zu behandeln, genau um Asylsuchende zu schützen. Ich erinnere mich gut, dass wir kein Chaos in der Schweiz gehabt haben, als es darum ging, 50.000 Leute zu empfangen. Und ich muss sagen, wenn wir mit unseren 8 Millionen Einwohnern 30.000 Leute empfangen, dann muss man gleichzeitig sehen, dass Deutschland mit etwas 10-mal mehr Einwohnern 800.000 Asylsuchende dieses Jahr erwartet. Dass Ungarn 100.000 Asylsuchende erwartet. Also die Schweiz kann und muss mehr machen in diesem Bereich. Wir müssen es aber mit einem kühlen Kopf machen. Die Antwort auf der rechten Hetze ist nicht eine linke Hysterie. Die Antwort auf den rechten Hetze sind Werte. Das ist Klartext, das ist der Wille, das die Bevölkerung immer gezeigt hat. Beginnen bei den Ungarn, bei den Chilenern, bei den Tamilen, bei den Bosniern, bei den Kosovo-Flüchtlingen während dem Krieg. Das ist dieser Wille, Schutzbedürftige bei uns aufzunehmen. Die Schweizer Bevölkerung ist viel generöser, viel offener, als manche Politiker jetzt in Bern manchmal den Eindruck haben. Andere Welten im Asylbereich, aber auch andere Welten, wenn es um Europa geht. Ich habe mit etwas Genugtuung festgestellt, dass die FDP aus ihrem Rierweg rausgekommen ist und dass Philipp Müller scheinbar die Geister der 18%-Initiative langsam hinter sich lässt und beginnt, etwas realistischer die Europafrage einzusehen. Es gibt keine Alternative als die Masseneinwanderungsinitiative im Inland mit sozialen, mit wirtschaftlichen Maßnahmen umzusetzen. Es gibt keine Alternative als das inländische Potenzial besser zu benutzen, zu sorgen, dass Frauen am Arbeitsplatz einen anständigen Lohn bekommen, dass es für sie attraktiv wird zu arbeiten, dass es möglich wird zu arbeiten durch Kinderbetreuung. Es gibt keine Alternative zu schauen, dass ältere Arbeitnehmende auch bis zu ihrer Pensionierung im Arbeitsplatz bleiben können. Und dazu braucht es Maßnahmen, politische Maßnahmen. Es gibt auch keine Alternative als bei der Bildung einzusetzen. Kontingente sind nicht die Lösung. Es wird keine Kontingente geben, zusammen mit der Personenfreizügigkeit. Das ist entweder oder. Entweder setzt man auf Kontingente oder man setzt auf die bilateralen. Wir werden auf die bilateralen und flankierende Maßnahmen setzen und das Problem so lösen. Unterschiedliche Genossinnen und Genossen, unterschiedliche Visionen, unterschiedliche Ziele, unterschiedliche Gesellschaftsbilder, wenn es um die Frage des Rentenreform geht. Ich benutze die Präsenz von Alain Berseyer, um ihn im Namen der Partei, jetzt nicht als Freiburger oder als Freund, aber im Namen der Partei zu danken für die wichtige Arbeit, die gemacht wird zurzeit bei der Rentenreform. Die Frage ist seit 2 Wochen glasklar. Auf der einen Seite haben wir die Linken zusammen mit der CVP, die der Meinung sind, dass wir das Problem mit einer Erhöhung der AHV-Renten lösen werden. Wir haben einen Kommissionsentscheid zum ersten Mal. Ich hätte nicht geglaubt, dass es möglich war. Ich war bei euch diesen Frühling, war sehr pessimistisch, als ich über die AHV gesprochen habe. Wir haben jetzt, nach Monaten von harter Arbeit, einen Kommissionsentscheid, das vorsieht, AHV-Renten um 70 Franken pro Monat zu erhöhen. Das ist das Konzept, mit welchem wir in diesen Wahlen gehen. Wir wollen besseren Renten, besseren Löhnen.
Und das Gegenkonzept der Rechten ist hier eine Erhöhung des Rentenalters. 95% der FDP-Kandidaten auf der Frage, wollt ihr ein Rentenalter 67, haben ja geantwortet. Das könnt ihr nachkontrollieren in Smartwort. Das ist die Auseinandersetzung. Höhere AV-Renten oder ein höheres AV-Rentenalter. Darum geht es in diesem Herbst. Unterschiedliche Weltbilder auch bei der Frage der Menschenrechtskonvention. Die SVP sammelt zurzeit für die Abschaffung der Menschenrechtskonvention. Wir verlangen einen Ausbau der Menschenrechte, das Respekt der Menschenrechte, auch in einer Zeit, wo wir über Überwachungsmethoden, über Nachrichtendienst sprechen. Wir können nicht vergessen, dass wir die Hüter der Menschenrechte, dass wir die Hüter der Schutz der Einzelnen sind in diesem Land und dass wir es der Sicherheitshysterie, die ab und zu ausbricht in der Schweiz, nicht opfern können. Wenn ich das aufzeige, unterschiedliche Welter im Asyl, bei der Europafrage, beim Rentenalter, bei der Frage der Menschenrechte, muss ich euch eines relativ klar sagen. Das alles entscheidet sich diesen Herbst. Und es entscheidet sich nicht an der Frage, ob wir ein paar mehr Prozenten machen oder nicht. Natürlich hoffe ich, dass ihr ein paar mehr Prozenten macht. Ihr habt einen Nationalratssitz, das ihr gewinnen müsst, oder halten müsst. Aber das, was sich entscheiden wird, ist die politische Mehrheit in der Schweiz. Es gibt genau 7 Stimmen Unterschied im Parlament zwischen den Rechten und dem progressiven Block. Es sind diese 7 Stimmen, die sichern, dass SP, Grüne, CVP zusammen gegen die FDP und die SVP eine Mehrheit haben. Und wenn ich es so erwähne, dann muss ich euch 3 Beispiele geben, warum es so wichtig ist. Das erste habe ich vorher gebracht, das ist die Rentenfrage. Die Rechten sind geschlossen, sie wollen einen Leistungsabbau, sie wollen sowohl Rentensenkung wie eine Erhöhung des Rentenalters. Wir wollen das Rentenalter so belassen, wie es ist, und die Renten erhöhen. Das zweite Beispiel ist die Energiewende. Die gleichen Fronten werden über die Zukunft der Energiefrage entscheiden. Es sind 7 Stimmen, die diesen Herbst entscheiden, ob wir die Atomenergie hinter uns lassen und auf Erneuerbare investieren oder ob wir zurück zur Atomzeitalter kommen. 7 Stimmen. Und sind auch die gleichen 7 Stimmen, ihr werdet nicht erstaunen, die Zusammensetzung des Bundesrats festlegen werden. Sowohl FDP wie SVP haben sich auf der Fahne die Jagd auf Evelyn Widmer-Schlumpf für diesen Herbst geschrieben. Und wir sind fest der Meinung, dass der Bundesrat, wie wir ihn seit 07 kennen, deutlich besser funktioniert als die Generalprobe, die wir zwischen 03 und 07 mit Blocher und Hans-Rudi Merz durchgeführt haben. Diese Legislatur 03, 07, muss ich euch sagen, sitzt mir noch in den Knochen. Wir haben zusammen mit Alain ein Buch geschrieben, um zu erklären, warum es sich nicht wiederholen sollte. Und wir bitten euch, uns das nicht noch einmal einzubrocken. Wir haben knapp die letzte überlebt, möchten nicht noch ein paar Jahre unter dieser rechten Mehrheit leben müssen. Es gibt 7 Stimmen, die entscheiden werden über wesentliche, ganz konkrete Inhalte unserer Politik in den kommenden Jahren, Energiewende, AV, Zusammensetzung des Bundesratsverhältnis zu Europa. Und diese 7 Stimmen, die sind bei euch. Und jetzt komme ich zu Solothurn. Ihr seid einer der Kantone, wo der Match sich abspielen wird. Entweder gelingt es euch, die 2 Sitze zu halten, und dann haben wir einen Schritt gemacht, um unsere 7 Stimmen Mehrheit zu verteidigen, oder wir verlieren hier einen Sitz, und dann sind wir in Schwierigkeit. Das ist der Grund, warum ich glaube, dass wir genau an diesem Jubiläum klar machen müssen, dass die SP hinsteht, dass die SP für diese Mehrheiten kämpft, dass die SP nicht nur leichte Fortschritte diesen Herbst machen wird, sondern dass wir solche Fortschritte machen müssen, dass es uns gelingt, die progressive Schweiz vorwärts zu bringen, dass es uns gelingt, die Reformen, die wir jetzt aufgegleist haben, zu einem guten Schluss für unser Land zu führen, dass es uns gelingt, eine Rückkehr dieser rechten Mehrheiten zu verhindern. Und das liegt in euren Händen. Wir tun alles, was wir können, um die Bedeutung dieses Wahlkampfs zu unterstreichen. Es ist jetzt jeder und jede von uns, der in dieser Richtung arbeiten muss. Das ist auch
gelebte Geschichte. Das ist auch die politische Auseinandersetzung unserer Zeit. Das ist die Botschaft, die unsere Vorfahren uns geben, sich mit der Realität auseinanderzusetzen. Ich bin überzeugt, dass die Sozialdemokratie die Mischung ist von hohen Visionen, von hohen Idealen, von Werten, die wir vertreten müssen und von ganz pragmatischer Auseinandersetzung, die am Ende des Tages das Leben der Leute verbessern soll. Wir sind da, um das Leben der Leute zu verbessern. Wir sind da, um konkrete Fortschritte zu machen. So werden wir unsere Idealen gerecht, so werden wir auch das Beispiel unseren Vorgänger gerecht. Ich danke euch, wünsche euch ein sehr schönes Fest.